Hallo zu einem neuen Video. Heute beantworte ich die Frage, was ist eine API? Und wir vertiefen das anhand eines Beispiels. Bevor wir nun starten können, bitte ich euch noch, meinen Kanal zu abonnieren, damit ich euch viele weitere Videos bereitstellen kann. Und nun viel Spaß mit diesem Video. Der Begriff API steht für Application Programming Interface und lässt sich als Programmierschnittstelle übersetzen. Heutzutage werden APIs von verschiedenen Softwareherstellern bereitgestellt, um es Programmierern leichter zu machen, auf Softwarekomponenten zuzugreifen. SAP, Amazon und Google beispielsweise bieten APIs für verschiedene Anwendungsbereiche an. Die Programmierschnittstelle, diese legt fest, wie Informationen und Daten miteinander ausgetauscht werden. Google etwa veröffentlicht die API, um es anderen Programmierern zu ermöglichen, ihre eigenen Applikationen an die Google-Dienste andocken zu lassen. Dafür verwendet man dann einen eigenen Standard, an den sich die externe Software halten muss. Gäbe es keine APIs, wäre die Funktionalität von Anwendungen eingeschränkt und die Entwicklungszeit würde sich deutlich erhöhen, da jede Funktion, die nicht als Modul einer der Programmiersprachen implementiert wird, eigenständig und mühsam entwickelt werden müsste. Sehen wir uns ein paar Beispiele an für häufig genutzte APIs. Als Beispiel der Austausch von Fluginformationen zwischen Fluggesellschaften und Reisewebseiten, Google Maps in einer Mitfahr-App, oder auch Automatisierung von Arbeitsabläufen zwischen B2B-Software-Tools. Im Webumfeld kommen APIs häufig bei Online-Shops und Content-Management-Systemen zum Einsatz. Sehen wir uns nun ein praktisches Beispiel an, anhand des Online-Nachrichtendienstes Twitter. Die Twitter-API kann einfach über Google gefunden werden. Wie hier zu sehen, werde ich dann anschließend auf die Dokumentationsseite weitergeleitet. Das bedeutet, Twitter als Unternehmen bietet eine API für Entwickler an und hat dazu eine dezidierte Webseite oder Dokumentation für die Bedienung und Anwendung dieser API eingerichtet. Wie hier zu sehen, gibt es nun verschiedene APIs. Wir sehen uns im ersten Schritt die Standard-API an und diese ist wiederum natürlich historisch gewachsen und es gibt deshalb auch mehrere verschiedene Varianten dieser Twitter-API. Eine Enterprise, eine Premium, eine Standard. Das soll uns im ersten Schritt nicht verwirren. Sehen wir uns die Standard-API näher an. Wenn wir nun auf diese Seite klicken, erhalten wir nun eine Übersicht aller verfügbaren Endpunkte, welche diese Twitter-API uns Entwickler anbietet. Zu einem die einzelnen Tweets, wie diese gepostet werden können, empfangen werden können, diese über eine gewisse Zeitreihe erhalten zu können oder auch die Suche der letzten 7 Tage. Darüber hinaus gibt es auch noch weitere verschiedene Bereiche. Sehen wir uns aber nun eines im Detail an, und zwar, wie kann ich einen Tweet empfangen oder auch senden? Dazu bin ich nun
auf diesen Bereich eingestiegen und sehe nun, dass ich nun für Tweets folgende Befehle ausführen muss an diese API, und zwar hier mit einem Post und mit der Adresse oder mit diesem Endpunkt statuses / update. Des Weiteren gibt es hier noch Details, auf was man beachten muss im Umgang damit, und nochmals eine Detailseite zu den APIs noch zusammengefasst der einzelnen Aufrufe. Wie ihr seht, ist diese exemplarische Anbietung von APIs sehr häufig zu finden für die meisten Unternehmen. Viele unterscheiden sich noch in der Variante von APIs und natürlich auch, wie die Authentifizierung für diese API gestaltet ist. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir bitte einfach einen Kommentar. Ich versuche euch weiterzuhelfen. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Tschüss, danke und bis bald.